Hallo und herzlich willkommen bei der planetaren Katastrophe hier auf Makep. Und ja, wir haben in der Zeit diese Bohrplattform von Gegnern gesäubert, von Unrat. Im Innenraum, außen stehen noch ein paar Leute rum, aber nicht mehr lange. Moment. Na toll, sind alle tot, bis ich was machen kann? Nein. Immerhin habe ich nur einen runtergeschossen. So. Ja, dieser Planet neigt sich hoffentlich auch bald dem Ende. Es ist zwar schön gemacht, dass man in jedem Gebiet eine Storyline-Quest hat, die sich durchs gesamte Gebiet zieht und nicht nur an einem Punkt festgesetzt ist, wie das früher der Fall war, auf den antiken Planeten vor dem ersten Add-on. Aber so langsam könnte das doch hier mal vorbei sein, in meinen Augen. Mittlerweile weiß man ja, worum es geht. Man verpasst also auch irgendwie nichts. Naja. Ja, er hat schon recht. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch wie er, aber Markus ist ja auch ein bisschen kleinkariert manchmal. Das hatte ich jetzt gerade nur ein tolles Licht gerückt. Markus wird sauer. Ach nö. Das heißt, dass er sich dann wieder mit seiner saftigen Gurke beschäftigen wird. Die Soße komisch schmecken lässt. Lach so viel du willst. Alter, ich hab da vorher nicht drüber nachgedacht. Du hast das ja damals genauso ausgedrückt. Das fiel mir erst seit gestern auf. Was zum. Als ich es selber gesagt hatte, um deinen Satz zu wiederholen, fiel es mir auf einmal aus, was da eigentlich aus meinem Munde rauskam, was du mir gegeben hast. Boah, Deibel, du Schmutzfink, Markus. Ja, ich bin ganz schlimm und ganz böse. Vor allem ist es ja auch nicht mal so gemeint. Das ist ja dann voller Ernte. Na? Oh, ich mag den Planeten nicht. Ja, noch einmal über die halbe Map, um zu der nächsten Bohrplattform zu kommen. So gefällt uns das doch. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du abgemountet wurdest. Nee, doch nicht. Alles so, wie ich sag, jetzt ist. Ich wollte es gerade sagen, ich sag schon Bescheid. Ich bin ein bisschen weit weg. Wie viel hast du am Arsch? Ich weiß es nicht, werde ich merken. Brusk stirbt gerade, das scheint wohl ziemlich krass zu sein. Ich will lieber Death-Medizin. Die treffen mich trotzdem. Ich helfe. Ja, wir wollten schneller machen. Man hofft ja manchmal. Tschüss. Okay, was ist denn jetzt passiert? Ich hab den Schockdroiden angegriffen, damit der dich nicht umbringt. Dafür hat ja, er mich aber dann du, umgebracht. Du kannst doch Death-CD ziehen. Hab ich ja sogar. Dann sag doch was, wenn du stirbst. Ach, du dachtest, du schaffst ihn noch, wenn ich seine AP sehe. Ja. Okay, ungefähr. Dann hat sich dein Ego gerade das verhindert, dass du jetzt nicht stirbst, oder wie? Ja. Ich hab doch schon gesehen, dass du mit ihm kämpfst, oder nicht, aber du hast ja nichts gesagt, dass du unbedingt Hilfe brauchst. Weil ich habe mich währenddessen um die Viecher außen rum gekümmert. So, und jetzt nehme ich wieder. Gehe ich wieder dahin zurück. Aber ja, wenn wir sehen, dann die schöne Reds-Animation. Weil Markus behindert. Du bist hier völlig falsch. Hier kommt man nicht mehr hoch, ohne was zu pullen. Nö, ich fahre trotzdem jetzt durch. Und du kommst du ja nicht, das ist ja deine Sache. Nee. Ich fahre außen rum. Mach das, ich wollte dich gerade buffen, aber ich brauche außen. Genau, fahr außen rum. Hat ja gesehen, wie deine Abkürzung funktioniert. Ja. Wohin? Hat funktioniert. Ohne Scheiß, ich laufe jetzt einfach weg, wenn der jetzt mich bekämpft. Ganz einfach, weil er eh gerade auf Rust schießen will, warum auch immer. Ja, weil Rust auf ihn geschossen hat und dann hat er gar nichts gemacht. Oh, Rancor. Oh, der schießt aber ganz schön große Schüsse auf Rust. Der was von der Artillerie. Isotopdroide? Wo sind denn Truppen? Ja, ich will gerade einem Rancor ausweichen. Boah, war das knapp. Ich habe gerade voll den übelsten riskanten Sprung gemacht, um den Isotop-Druiden zu vermeiden. Beinahe wäre ich im Abgrund gelandet. So, ich bin angekommen an der Plattform. Ja, ich bin auch gleich da. Also mit dem Rancor habe ich ja nicht gerechnet, ne?
Ja, aber wie so Hunden so sind, ne? Sie haben meist einen Rancor dabei. Nicht jeder. Moment. Ach, Mann, egal, das einer ist gestorben. Der andere ist gestorben. Achtung! Ja, hier konnte man mit den Inquisitoren so schön vor sich hinkicken, ne? Hier ist auch nicht so lang. Würde auch mit einem Jedi-Schatten super funktionieren oder einem Jedi-Gelehrten. Aber jetzt kannst du mal buffen. Ey, ich bin jetzt mit dem Kampf. Was hast du gemacht? Ach, der eine lebt, steht da unten noch. Du kannst einfach nicht kicken. Wie kann denn der da unten noch leben? Eh gar nicht, ich hab gar nicht den Target. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot, oder? Ach, ne. Ach, da ist er. Dann laufen wir halt. Guck mal, viele die ihn erwischt, aber er macht nichts. Er guckt die jetzt an. Dann lauf doch einfach weg. Das ist doch am einfachsten. Ja, musst du Dorn mitnehmen. Könnt ihr da weiter den Quatsch machen? Ja. Ah, heute klappt alles super. Ach ja. Langsam. Jetzt stöhnen ist wieder angesagt. Ja. Wir gehen ja schon wieder auf die. Hier, wir haben jetzt die 4 Stunden schon wieder überschritten. Alter, der Planet aber auch echt so lange geht, hätte ich jetzt nicht, ne? Vor allen Dingen macht man ja nur die Hauptstoryline. Gut, das war ja auch für ein ganzes Set-On-Start und so, ne? Darf man ja nicht vergessen. Halt deine Dorn nicht mehr. Ja, momentan nicht. Ich hatte sie auf passiv gestellt. Ja, lauf da runter. Wo bin ich denn gerade hin? Blödes Auto laufen. Nee, ich hatte Dorn auf passiv gesetzt, damit sie von dem alten Mob da weggeht, den sie immer wirft. Kommt das denn? Deine Tastatur. Du hast doch gesagt, deine Tastatur ist buggy. Ja, das stimmt allerdings. Die spinnt manchmal gerne rum. Aber die ist voll weit weg. Das ist voll strange dann in dem Moment, weil es. Ja, meine Dev-CD ist nicht in der Nähe meiner Angriffshotkeys, das wäre ein bisschen bescheuert. So wie du. In der Arena damals mit dem Jäger. Ne? Ja. Das ist ein Angriff. Markus wegen Slow, und was macht er? Abschreckung. Boah, hab ich ihn da angeschimpft? Ein bisschen. Weil, ist beim ersten Mal hab ich das verstanden. Beim zweiten Mal war ich schon leicht genervt. Beim dritten Mal hat's mir gereicht. Och, ein Raketendruide. Bye, bye. Hey. Markus, jetzt beide hättest du einen riesen Fehler begangen, hätte eine Sekunde später gekickt, ne? Hm? Ist schon klar. Ne? Wie was? Der hat doch Knockback. Achso. Ich würde davor, bleib da ruhig stehen. Voll geht er weg. Wie geil. Ich hätte ich mal nichts gesagt. Dann machen sie dann Stun-Immun, damit man ihn auch garantiert bekämpfen kann. Stun kann man ihn aber, schubsen kann man ihn nicht. Ja, Schubs-Immun. Danke. Schubs-Immun ist halt Mädchen-Immun. Private Vendelic, 8. Imperiale Infanteriedivision. Haltet Abstand. Hier ist ein Leck. Versucht euch nicht zu bewegen. Wir bringen euch von hier weg. Großzügig, aber die Mühe nicht wert. Wir haben nicht viel Zeit, also hört mir zu. Ich war nicht immer bei der imperialen Armee. Ich wurde auf Maket geboren. Ich habe von der Hutten-Invasion erfahren und mich freiwillig gemeldet, um meine alte Heimat zu verteidigen. Ich will nicht eure Lebensgeschichte hören. Sagt mir, was ihr hier tut, bevor ihr zu tot seid, um es zu erklären. Wir hatten den Befehl, das Isotop zu stehlen. Ich mag sie. Aber ich wollte bei der Evakuierung helfen. Ich habe hier immer noch Familie
Und Freunde, das Herunterfahren der Bohrer ist nicht genug. Die Notablassventile in der primären Steuerzentrale müssen geöffnet werden. Das ist in dem Bereich der Map, den wir noch nicht erkundigt haben, ganz am Ende. Wo ist die primäre Steuerzentrale? Wir begeben uns sofort dorthin. Ich habe die Koordinaten. Die Steuerung ist gesichert. Ihr werdet Hilfe brauchen. Benutzt den Hackerstift am Hauptcomputer der Steuerzentrale, um die Sicherheitssperre der Hutten zu überschreiben. Übernehmt die Kontrolle und entlüftet den Kern. Die Steuerzentrale ist schwer bewacht. Tut mir leid, aber den Teil müsst ihr übernehmen. Bitte bringt mein Volk von diesem Planeten runter. Ich schalte das Kontrollzentrum aus. Aber ich tue nichts anderes, bis ich meine Leute zu eurer Geschichte befragt habe. Man wird mich bestätigen. Ich wünschte, ich könnte bleiben. Ja, bleibst jetzt auch, du Leiche. Ich meine, was soll ich jetzt? Nein, was soll's? Mein Charakter hat auch so richtig viel Mitgefühl in letzter Zeit. Ach, sie ist nicht ganz hoch im Norden. Sie ist nur noch wieder mal. Aus. Hört einfach nicht zu, was ich so ja, sage. Ja, ich höre mich gerade auf. Wieder rumschimpfen. Genau. Ein Depp. Er hat auch die Deppenkappe. Nein, die habe ich nicht. Dirt. Waren aber ganz schlechte Granaten, die waren ja 10 Kilometer von mir entfernt. Markus, erzähl was, du bist so ruhig. Ja, ich werd müde. Du fährst vor allem falsch. Sicher, dass man da hinten langkommt? Ja, tatsächlich. Eine blöde Frage. Ja, wie die wir vorhin krepieren lassen haben. Ja, wo du nichts drücken wolltest, fand ich die ja auch so sympathisch. Ja, weil du genau wissen wirst, was passiert. Ja. Da steht noch so eine Hochsicherheitskiste rum. Wirklich zu sicher. Schon wieder das Terminal. Diesmal nicht hier. Lambda, Guess? Wir sind in der primären Steuerzentrale der Bohrstelle. Ein imperialer Soldat, der von diesem Planeten stammt, hat uns geraten, die Notablassventile zu öffnen. Er sagte, dass dies die einzige Möglichkeit wäre, um den planetarischen Kerndruck zu senken. Seht ihr das auch so? Die tektonischen Schwingungen sind immer noch viel zu hoch. Der Caranto-Tafelberg ist gerade explodiert. Zum Glück waren wir nicht dort. Das beantwortet die Frage, aber nicht. Überlastet. Die Hitzeansammlung unter der Planetenkruste ist gewaltig. Eine Durchlüftung des Kerns würde für Abkühlung sorgen. Die ganze Hitze muss irgendwo hin. Können wir sie nutzen, um Toboros Truppen auszuschalten? Nette Idee, aber leider klappt das nicht. Normalerweise würde das Ableiten von so viel Hitze zu einer Umweltkatastrophe führen. Aber wen interessiert das jetzt noch? Tschüss, Berg. Es funktioniert. Die Anzeigen verzeichnen deutlich sinkende seismische Aktivitäten. Das sollte euch genug Zeit verschaffen, um die Brennstäbe der Ark zu besorgen. Ich denke, es ist an der Zeit, Toboro einen Besuch abzustatten. Wo finde ich diesen Hutten? Ihr solltet besser nicht seine Nähe suchen, ehe ihr nicht die Hilfe unserer neuen Freunde erhaltet.
In eurer Abwesenheit hat sich eine interessante Entwicklung ergeben. Ach nö. Dr. Agorop ist nicht der einzige Hutte auf Macap, der die Seite gewechselt hat. Das klingt immer noch so nach Quest. Des Huttenkartells, ausgenommen Duboro, wollen mit euch persönlich verhandeln. Begebt euch zurück zum Lager und trefft uns im Diplomatiezelt. Gott. Wenn man jetzt schnell reise. Ja. Welt müssen wir nicht 10 Kilometer. Wo war das? Bär. Ach, verdammt, ich hab den Reisepunkt nicht. Drumdrum. Das würde mir nie passieren. Nee, ich erinnere an vor 4 Folgen. Das weiß keiner mehr. Das ist eine Lüge. Okay. Guckt euch die Folge vor 4-5 Folgen an, da werdet ihr sehen, dass er ist. Nein, guckt es nicht. Markus ist ein Lügner. Okay. Er verschwindet nur eure Zeit. Naja. Ich habe ganz kurze Beine, also von daher. Ja, wie Schweine hast du kurze Beine. Ach, warum ist hier ein Isotop-Droide? Leck mich! Ja, das ist ganz cool, ich weiß, so hast. Ich bin an dem vorbeigekommen vorhin. Oh, ich kann mich entspannen. Ich geh mal die Katze. Nein, so nicht. Ich bin mal. Jetzt geht's zum Mini-Zentrum. Ja, ja. Ich geh mal schnell die Katze füttern. Damit bin ich aber schneller am Reisepunkt gewesen als ohne. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ist in der Reisepunkt. Ah, da. Wo bleibst du denn? Ich musste gerade noch am Briefkasten vorbei. Dorn hat mir etwas geschickt. Dorn hat ja einen Liebesbeweis. Ja, so ungefähr. So, klick. Mach. Ja, ja. Ich muss trotzdem drauf drücken. Ja. Ihr habt uns an diesen verrückten Toboro verkauft. Und nun, wo er sich gegen euch gewendet hat, sollen wir eure Haut retten. Unglaublich. Wenn wir gewusst hätten, dass Toboro verrückt ist, hätten wir ihn nie unterstützt. Er gehört nicht mehr zum Huttenkartell. Wir haben ihn formell verstoßen. Nach unserem Bruch mit Toboro sitzen wir hier mit euch auf Macap fest. Wir bieten euch eine großzügige Entschädigung für Unterbringung und Frachtraum auf der Ark an. Frachtraum? Seid ihr wahnsinnig? Eure Körper nehmen mehr Platz ein als ein Dutzend guter Männer. Da hat er recht. Ah, seht her. Die größten Helden der Republik, bereit, diese Angelegenheit mit Weisheit und Perspektive beizulegen. Wir haben Macap fürs Erste stabilisiert, aber wir brauchen diese Brennstäbe. Werdet diese Clowns los. Genau das dachte ich auch. Sehr geehrte Streiter der Republik, meine Herren möchten sich für diese unglückliche Situation entschuldigen. Wir können uns sicher auf eine für beide Seiten annehmbare Vergütung für eine Reise an Bord der Ark einigen. Meine Leute verdienen es, gerettet zu werden. Die Anführer des Huttenkartells können sich ihren Weg hieraus nicht einfach erbetteln. Shalim hat recht. Aber das sind die mächtigsten Hutten der Galaxis. Wir können für ihre Rettung einen beliebigen Preis verlangen. Bedenkt, was das für den Krieg gegen das Imperium bedeutet. Ist doch gut, dass er mich anspricht. Sie würden alles sagen, um zu bekommen, was sie wollen. Und sobald wir ihnen den Rücken zuwenden, erstechen sie uns. Das funktioniert nicht. Ihr haltet alle Trümpfe in der Hand. Ihr könnt sie zwingen, ihre Flotte unserer Seite zur Verfügung zu stellen. Toboro hat den Verstand verloren. Und die Anführer des Kartells wissen das. Sie können nicht mehr zu ihm zurück. Sie brauchen uns. Verehrte Helden der Republik, ihr seid für eure Gnade und Größe bekannt. Ich glaube es nicht. Möglich, unsere schwerwiegenden Fehler zu vergeben?
Als Jedi sind die Sith meine größten Feinde. Eines Tages wird keiner mehr von ihnen übrig sein, den ich bekämpfen kann. Gibt es Gründe, warum ich die Hutten nicht als nächstes auslöschen sollte? Verehrte Unterhändler der Republik, meine Herren werden sich auch in Zukunft demütig zeigen. Aber die Zeit von Makeb läuft ab. Wenn meinen Herren und ihrer Ladung die sichere Abreise ermöglicht wird, wird das Kartell einer Allianz mit der Republik zustimmen. Das ist doch sicher akzeptabel. Sag deinen Herren, dass sie die Ark zusammen mit den anderen Flüchtlingen betreten können. Persönliche Gegenstände werden je nach Platz verladen. Nahrung, Medizin und andere überlebenswichtige Dinge haben Priorität. Mit Aurodium überzogene Statuen gehören nicht dazu. Wir werden die genauen Verpflichtungen des Kartells gegenüber der Republik festlegen, sobald diese Krise überstanden ist. Wir erwarten vollständige Kooperation. Meine Herren wünschen keine weiteren Feindseligkeiten mit Ihnen. Ihr Angebot wird ohne Bedingungen angenommen. Ihr seid die erste Person in der galaktischen Geschichte, die die Hutten zu einem Geschäft gezwungen hat, das sie sich nicht leisten können. Jetzt brauchen wir nur noch diese Brennstäbe. Dr. Agurop ist bei Shalim. Ihr solltet euch mit ihnen absprechen. Ich hatte was anderes vor. Ich wollte sie ja so gegen das Imperium hetzen. Du machst hier wie einen auf gutmütigen Samariter. Naja, immer. Kotzen. Ich könnte kotzen, wenn ich dich sehe mit deinem Rauschenbart. Aber jetzt bloß ich den Helm auf. Ihr habt keine Verbündeten mehr. Seid kein Narr. Vielleicht liegt's aber auch an dem Planeten. Die Brennstäbe. Genau, wenn der Planet kaputt ist. Wir haben genug mit diesem wahnsinnigen Hutten verhandelt. Unterbrecht dieses Gespräch und hört auf, Zeit zu verschwenden. Ich dachte, ich könnte an den Geschäftsmann in ihm appellieren. Aber anscheinend existiert dieser Teil von Toboro nicht mehr. Dieser degenerierte Schwachkopf hat jegliche Vernunft verloren. Ihr müsst euch die Brennstäbe der Ark mit Gewalt nehmen. Sein Palast ist ein Testament meiner Kunstfertigkeit. Ich habe meine Seele dem Bau von tödlichen Verteidigungsanlagen verschrieben. Ich habe auch einen privaten Eingang für mich gebaut. Eine geheime Hintertür? So langsam mag ich euch, Ogorob. Mein Charme ist groß. Also wie dein Körper. Hat sicher mehr als meine inspirierten Vorrichtungen in ihm bewacht. Aber das tut dir nichts zur Sache. Weil ich meiner Basic spricht. Top 5 Droiden patrouillieren alle Korridore. Wie konnten die das überhaupt machen? Weil die verstehen das ja. Und sie können es auch sprechen. Sie tun es so nicht gern, weil sie diese Brennstäbe werden Millionen sterben. Wenn ihr sie nicht holt, sage ich eure Parade ab. Paraden sind nett, aber ich will lieber einen Glücksbringerkuss, bevor ich gehe. Zuck. Warum nicht? Ja, die ist immer Markus, du hattest keine Chance. Aha. Ja. Jetzt die Koordinaten. Er guckt auf du. Back to Business. Wenn ihr drin seid, kontaktiert mich für weitere Informationen. Sterbt nicht. Oh, wie kann ich jetzt noch ernst bleiben? Das ist auf jeden Fall was für die männlichen Zuschauer gewesen. Jetzt kriege ich auch noch einen Helm. Du bist der einzige Helm. Besser geht es nicht. Ah, jetzt hab ich... Das wird helfen. ...welchen Rang erreicht? Freund. Du bist ein Freund. Ich bin ein Freund. Meine Fresse. Ich will's mal Cap aber so schnell nie wiedersehen, habe ich das Gefühl. Nee. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Episode und von daher euch noch einen schönen Tag und bis dahin und reingehauen. Tschüss.